In diesem Video zeige ich dir, wie du so ein Namensschildchen gestalten kannst. Zunächst einmal die Grundform und anschließend dieser Text, der ausgestanzt wird. Das soll die Vorlage werden für die Produktion mit einem Lasercutter. Zunächst mal brauchen wir da diese Grundform. Ich setze sie zusammen aus einem Rechteck. In diesem Fall ist es ein Quadrat, aber wenn ich da auf der Seite ziehe, wird es so länglich. Und das kombiniere ich mit einem Kreis. Damit man ein bisschen besser sieht, was ich da mache, wähle ich eine andere Farbe für den Kreis. Am Schluss wird das ja dann wieder zusammengeführt. Ich möchte nun, dass der Kreis genau gleich hoch ist wie dieses Rechteck. Am einfachsten machst du das da über die Zahlen. Ich schreibe hier mal 24 oder vielleicht eher 25 rein für die Höhe und kopiere das und den gleichen Wert gebe ich hier für diesen Kreis ein. Du siehst, dank diesem Schloss wird eben auch die Breite auf 25 gesetzt, das heißt, es bleibt ein Kreis. Und jetzt kann ich so ein bisschen rüberfahren, bis mir diese Hilfslinie anzeigt. Jetzt ist es genau in der Mitte, um ganz sicher zu gehen, überfahre ich beides und tippe hier bei Align, also bei Ausrichten, noch auf die mittige Zentrierung. Jetzt ist es also nahtlos beieinander und ich kann mit diesem Symbol die Figur zusammenführen. Und als nächstes möchte ich jetzt noch ein Loch stanzen. Das ist wiederum ein Kreis. Dieses Mal mache ich es vielleicht ein bisschen kleiner als beim unteren Beispiel. Auch hier wird mir wieder angezeigt mit dieser Hilfslinie, dass es schon genau in der Mitte ist. Um sicher zu gehen, überfahre ich beides und richte es nochmals aus. Und diesmal wähle ich mit Subtract eben das Wegnehmen. Die obere Figur wird quasi als Stanzwerkzeug genutzt und nun habe ich dieses Loch. Als nächstes die Schrift. Und da kann ich einfach reintippen und zu schreiben beginnen. Ich kann diese Schrift, indem ich sie mit einem Doppelklick auswähle, auch größer machen. Da ist wichtig, dass dieser Rahmen genug groß ist, dass also die Schrift wirklich Platz hat, sonst wird sie plötzlich durchsichtig. Also der Rahmen muss genug Umfang haben. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass der Lasercutter da die Umrisse dieser Buchstaben ausschneidet, so kannst du dir vorstellen, was passiert bei diesem O. Dieser Bereich in der Mitte, der würde ja rausfallen. Also der wird nirgends gehalten von Material und insofern hätten wir hier einfach ein großes schwarzes Loch. Also diese Schrift ist leider jetzt ungeeignet. Zum Ausschneiden, Gravieren würde durchaus gehen. Das heißt, wir müssen hier eine andere Schrift nehmen. Und du siehst, es hat hier unglaublich viele originelle Schriften. Ich weiß jetzt per Zufall den Namen einer Schrift, die sich eignet. Die heißt Stardust Stencil. Ich muss da noch ein bisschen weiter scrollen. Diese hier. Stencil übrigens heißt Stempel und nicht zuletzt deshalb eben, weil diese Buchstaben auch bei einem Stempel ebenso unterbrochen werden müssen, erkennt man diese Schriften am Namen jeweils. Ich mache sie jetzt noch ein bisschen größer und du siehst jetzt auch, was ich damit meine. Also das O zum Beispiel hat jetzt eben nirgends ein Loch, das heißt, es wird trotzdem noch zusammengehalten, dieses innere Oval. Und deshalb ist diese Schrift jetzt speziell geeignet, um ausgeschnitten zu werden. Wenn ich jetzt beide Formen auswähle, so habe ich leider trotzdem nicht dieses Vereinigen-Werkzeug. Der Grund hierfür liegt darin, dass dieser Text jetzt
immer noch ein bearbeitbarer Text ist und ich muss hier aber Vektoren haben, also ich muss diesen Text in Formen umwandeln. Mit einem Rechtsklick darauf, vielleicht musst du ein bisschen scrollen, fast zu unterst, siehst du diesen Befehl Outline Text. Und jetzt sind das einzelne Formen. Man sieht das auch, wenn man einen Doppelklick macht. Jetzt ist dieser Text in eine Form umgewandelt. Und wenn ich jetzt beides überfahre, so kannst du mit diesem gewohnten Befehl die obere Form, also den Text, als Standswerkzeug nutzen. Und dein Namensschild ist fertig oder fast fertig. Mit einem Doppelklick auf die Umrisslinie zeige ich dir noch einen nächsten Trick oder einen letzten. Ich zoome hier auch ganz neu ran. Innerhalb von dieser Ecke hast du so ein kleines Kreislein und wenn du daran ziehst, so siehst du, wird die Ecke gerundet. Das kann noch recht hübsch sein. So wirkt es ein bisschen weniger hart und wenn wir zurückzoomen, sehen wir dieses Endergebnis, das jetzt natürlich nicht genau identisch ist wie unten. Damit ich dieses Namensschild nun ausschneiden kann mit dem Lasercutter, muss ich es exportieren. In diesem Programm nützt es nicht viel. Ich lösche mal diese Vorlage, die brauche ich nicht mehr. Ich möchte jetzt also nur dieses Namensschild nutzen. Und es ist zwar nicht nötig, aber mache ich in diesem Fall. Ich wähle hier keine Füllfarbe, dafür einen Rahmen. Im Moment ist da 0 mm und 1 mm ist ein bisschen sehr dick. Also ich wähle mal 0,2 mm und so sieht man sehr schön die Umrisse. Und da sieht man auch, was der Lasercutter dann effektiv macht. Er schneidet dann genau diesen Linien entlang. Und entsprechend siehst du dann auch, was alles rausfällt bei diesen Buchstaben, was noch übrig bleibt. Dann dieser Befehl hier, Export. Wir brauchen eine SVG-Datei. Da ist eigentlich alles schon richtig eingestellt. Du tippst auf Download. Und hier haben wir diese Datei. Das ist jetzt auf meinem Mac. Auf Windows sieht es ähnlich aus. Wenn du einen Doppelklick machst, wird es meist in einem Programm geöffnet, das das anzeigen kann. In meinem Fall habe ich jetzt ein spezielles Programm. Vectronator geht da auf, aber das könnte auch Google Chrome oder ein anderer Browser sein. Da wird es genauso gut angezeigt. Ja, genau diese Datei, die brauchst du dann beim Lasercutter.